Emil Kaschka. Hi, Burghausen. Ja, ihr habt alle so komisch gelacht. Danke, dass ich das an der Verboli aus Österreich bin. Ich habe jetzt schon ein bisschen einen langen Weg her gehabt. Zuerst einen langen Tag auf der Uni, dann einen langen Weg von Tirol her und dann vom Anfang der Burg bis daher. Puh. Als war es die längste Burg der Welt. mein Text, der geht über meine Erfahrung beim Zivildienst. Und zwar habe ich den bei der Lebenshilfe gemacht. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt. Also da gibt's. Da arbeiten wir bei Menschen mit Behinderungen. Und da bin ich schnell draufgekommen, dass solche Menschen in der Motorik und auch in der geistigen Auffassungsgabe manchmal ein bisschen eingeschränkt sind, aber keinesfalls auf einer emotionalen Ebene. Und da habe ich mich gefragt, wie ist es für so jemanden, der nicht reden kann und vielleicht auch nicht schreiben, sich nicht ausdrücken, wenn der starke Emotionen wie zum Beispiel Liebe oder sowas fühlt. Und deswegen möchte ich jetzt so einer Person für ein paar Zeilen meine Stimme leihen. Du gehst auf zwei Füßen, ich auf vier Rädern. Du kannst nicht fliegen, aber bist frei wie ein Vogel. Findest du, klingt irgendwie paradox und kompliziert, als hätte ich es nur der Poesie halber verziert? Nein, warte noch, es kommt noch besser und stimmt doch. Du kannst allein sein, aber willst es nicht. Ich will allein sein, aber kann es nicht. Ich brauche einen zweiten bei allem, beim Aufstehen, um nicht zu fallen, jemanden, der auf mich schaut und mir mein Essen vorkaut, beim Schlafen, zum Niederlegen, zum Schirmhalten, beim Nieselregen, beim Spazieren, zum Schieben. Achtung! Nur nicht beim Lieben. Lieben muss ich alleine. Wie sollte ich sie auch zeigen? Ich kann nicht sprechen und nicht schreiben, aber würdest du mir einmal deine Worte leihen, dann würde ich hinausschreien. Ja, ich muss mit Wörtern kämpfen und ringen. Ich kann nicht sprechen und nicht singen, aber deinen Lieblingssong würde ich grunzen. Ja, ich kann kein Rad und kein Auto fahren, aber für dich würde ich all mein Pflegegeld sparen, bis wir überall hin können mit der barrierefreien Bahn. Und ja, ich kann nicht wandern und nicht klettern auf keinem Berg der Welt, aber für dich würde ich einen so lange schütteln, bis die Spitze herunterfällt. Du gehst auf zwei Füßen, ich auf vier Rädern. Du kannst Erfahrungen fangen, Eindrücke fangen, spielen, das Leben fangen wie Fische mit einem großen Netz aus einem großen Teich. Bei mir ist das fast gleich, auch ich habe so ein großes Netz, nur sieht das keiner, deshalb gibt man mir den Teich viel kleiner. Ich darf zum Beispiel nicht in deine Schule gehen, weil dort könnten mich alle anderen sehen und würden nicht verstehen, was ich dort zu suchen habe. Ich mit meiner schwachen Auffassungsgabe, ich muss in Sonderkindergärten, Sonderschulen, Sonderwerkstätten, Sonderbar finde ich es dann nicht, wenn man von Berührungsängsten spricht. Das fühlt sich an ein Leben lang wie das Versteckspiel. 3, 2, 1, nur es passiert nicht viel, weil keiner kommt, um mich zu suchen. Meinen Rollstuhl dann beim Fußballspiel gratis in der ersten Reihe stehen zu sehen, lässt dein schlechtes Gewissen vielleicht kurz vergehen. Du vergisst sogar zum Schluss, dass ich meinen Stuhl ja auch selbst mitbringen muss. Und ja, es ist auch nett, dass man mir überall einen Eingang neben dem Parkplatz verspricht. An das oberste Regal im Supermarkt komme ich aber trotzdem nicht. Unterschiede, unterschiedlich, du da oben und unten ich. Aber könnte ich einmal die Lücke zwischen uns mit Wörtern füllen? Ich würde hinausbrüllen, ja, ich kann nicht zählen und nicht rechnen, aber wenn man dich und mich zusammennimmt, dann weiß ich, das Ergebnis stimmt. Und ja, ich kann nicht spazieren gehen, auf zwei Beinen stehen oder das Wetter vorhersehen, aber wenn du bei mir bist, dann weiß ich, dass es sonnig wird. Und ja, ich sehe vielleicht aus wie eine Hülle, leere Augen, toter Blick und zum Lachen kann ich die Mundwinkel nicht rühren, aber glaub mir, irgendwo da drinnen kann ich Schmerz und Liebe spüren. Ich seh nicht aus wie du, ich spring und lache nicht wie jeder, aber mach nur kurz die Augen zu, dein Herz weit auf, vergiss von meinem Stuhl die Räder, dann kommst du drauf, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Drum lern von mir und schätz die Zeit, seh mich nicht als Laster, sondern als Besonderheit. Lern von mir und schätz die Zeit, weil viel zu oft muss ich halt hören, Trisomie 2.1, so ein Kind will ich doch keins. Unser Baby schwerst behindert, gut, dass Abtreibung das verhindert, darum sind wir heute oft schon vor der Geburt. Tod. Lern von mir und schätz die Zeit, weil Menschen wie ich sind vom Aussterben bedroht. Emil Kaschka!